Ja sogar, dass die schmerzlichen Grenzen, die unser Bistum durchziehen, eines Tages fallen mögen. Ihr seid mir Zeugen, dass unsere Begegnungen im Raume des Bistums aus dem Glauben wachsen und nur dem Leben aus dem Glauben dienen. Unsere Verantwortung füreinander ist viel zu stark, als dass wir durch solche politische Aktionen, wie sie diesen Männern zu Unrecht vorgeworfen wurden, die Aufgabe der Kirche in unserem Bistum belasten könnten. Pflegt die Freundschaft und die Begegnung von Herz zu Herz. Lasst christliche Caritas und brüderliche Liebe alle äußeren Grenzen überschreiten.